Cook, Serve, Delicious. Folge 121. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, ich habe ja in der letzten Folge versprochen, ich schau mal, wie man die goldenen Tickets bekommt, weil wir das Extra-Event ziemlich gut bestritten haben. Die Hungry Festivities. Aber wir, oder ich, oder wo immer, gerne weitermachen würden. Wir haben noch 3 Stück, aber ich habe keine Tickets mehr. Und man braucht jedes Mal... Muss ich selber schauen. Wow. Jetzt weiß ich es aber. Ich glaube 10 oder so. Waren es nicht 10? Ich glaube, ich hatte 11 und bin auf 1 runter. Ja, man bekommt sie halt ab und zu mal per E-Mail. Das ist, glaube ich, hier sogar sowas. Das habe ich gar nicht gesehen. Und man kann es beim Equipment kaufen. Hier. Ja. Und zwar hier. Das ist auf jeden Fall möglich. Ist aber sauteuer. $2000. Ich habe noch nicht mal $2000. Das heißt, das muss man richtig grinden oder farmen. Ja. Das ist natürlich nicht zu ändern, dann, wenn man sagen will. Vielleicht haben wir ja Glück und wir haben hier gleich mal ein paar dabei. Aber wir müssen es halt schaffen, diese Festivities, um überhaupt das Spiel durchzuspielen. Ja, und auch noch upgraden, was auch wieder Geld kostet. Also da ist noch ein bisschen was vor uns. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn es kurios klingt, dass wir bestimmt 200 Folgen haben, bis ich dann mal durch bin. Aber ist halt so. Ich habe es auch nicht eilig. Das ist fast so ein bisschen, das Spiel begleitet mich schon so lange. Why not? Und ja, let us see what you can do. Ja, immerhin, 2 Mysterious Tickets. Das im Wert von 4000 ist doch schon ein Geschenk, wollte ich sagen. Vor allen Dingen waren es jetzt doppelt 2. Hä? Ich hatte doch gerade 1, jetzt habe ich 5. War das jetzt ein Glitch oder was? Ah, vielleicht stand es falsch dran. Vielleicht hätten es 4 sein müssen. Das ist aber richtig viel, 4 Tickets. Also 4 Tickets, das ist ordentlich. Das ist viel. Also das ist richtig viel. Das sind $8000, die ich mir gespart habe. Schon wieder Guy Fernando, wenn ich wetten darf. Ja, supi, Guy Fernando, yeah, yeah. Ich verstehe das nicht. Gibt's nur den? Ich habe den doch, wie sagt man, glücklich gemacht. Dann probiere ich halt nochmal. Meine Güte, Guy Fernando. Von mir aus. Der kommt so oft, bis ich ihn wahrscheinlich wieder bestätige. Obwohl ich den schon einmal glücklich gemacht habe. Er will halt Pizza, Suppe, Pasta und Steak auf dem Active Menu. Nicht so einfach. Vor allem Suppe ist furchtbar. Und Pasta und alles. Also das ist echt schwer. Also Suppe, hat er gesagt, gell? Pizza, Pasta war's. Pizza und Steak noch, gell? Was fehlt? Das war Pasta, richtig? Es ist brutal, also. Ich finde es schwer. Ich muss da auch gucken, dass ich hier in dem Bereich dann was Leichtes reinmache. Dass ich Bier reinmache zum Beispiel. Kann ich das tauschen? Dass ich Bier reinmache und Bier am besten dann auch daily oder so. Ich schaffe das sonst nie. Ja. Aber muss ich ja leider. Pizza, Pasta und so weiter. Aber das ist schwierig. Und ich werde jetzt auch nichts upgraden für den Moment. Ich möchte mal das nochmal... Ich will das mal sparen jetzt mit diesen Mysterious Tickets. Aber ob ich das hinkriege, also es ist halt schwer. Das wird richtig... Also aber erwartet nicht, dass ich da perfekt mache. Crazy Dave's Bet. Man, you got them crazy knife skills. But the heroes are bad for you. I bet you can't get through today without making a single bad order. Hä? Nee, das... Nee. Er will, dass ich quasi perfekt mache. Also keine Eins. Also ich darf Medium machen, aber nicht Bad. Das schaffe ich nicht. Nicht bei der Karte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht bei der Karte. Jetzt versuche ich es halt mal mit Guy Fernando. Ich werde jetzt aber den Fokus auf ihn legen. Wenn ich ihn schaffe und trotzdem 2, 3 Bad und von mir aus 1, 2 Medium habe, dann ist das halt so. Aber ich will es wenigstens hinkriegen, dass ich ihn glücklich mache. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen starten wir jetzt mal den neuen Tag. Und versuchen es einfach mal auf die Weise. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich hier keine Fehler machen werde. Glaube ich einfach nicht. Und ich habe auch die blöde Suppe schon 1000 Jahre nicht mehr gemacht. Oh, ich hasse die Suppe, das dauert auch alles so Ewigkeiten. Das ist echt... Ich hasse sie, einfach nur die Suppe. Das ist nicht meins. Das dauert viel zu viel, wenn ich das mit dem Bier vergleiche. Bei den Getränken habe ich ja wesentlich versucht, Bier und Kaffee, das ist ja einfach. Soda rausgenommen. Weil das auch noch extra braucht, die Soda auszusuchen. Die Zeit habe ich nicht. Jetzt würde ich es überhaupt nicht hinkriegen. Was? Oh, bitte nicht. Sag mir nicht, dass ich jetzt statt des Soda den Kaffee raus habe. Ja, dann schaffe ich es ja nicht. Das kann ich ja abhaken. Ich kann nur nicht zurück oder sowas. Das geht nicht. Da gibt es kein Safe Game oder sowas. Ja, toll. Ja, jetzt muss ich es halt so schaffen. Ah, das wird eine Katastrophenrunde. Das verspreche ich euch. Ich versuche alles, aber das klappt nie im Leben. Tomato Sauce, Cheese, Mushroom, Olive, Onions. Das geht ja schief mit dem Soda auch noch. Das ist einfach von der Zeitstrecke viel zu viel. Und der Suppe, da muss man auch mal absichtlich was durchrutschen lassen oder kaputt machen.
so eine Suppe extra jetzt nicht annehmen oder sowas, sonst schaffe ich das nicht. Sonst werden 10 oder so. 1, 2, Chew Hickory, 4 Juice, 1, 2, 3, 4. Sonst werden 10 in die Hose gehen oder so. Sonst nimmt man dann lieber 2 oder so. Tomato Sauce, Anchovies und Mushrooms. Tomato Sauce, Anchovies und Mushrooms. Kein Thema. Red Sauce, Bacon, Spices. Was haben wir gesagt? Cheese und Onions, genau. Jetzt war ich kurz Brain AFK. Cheese Pepperoni? Pepperonski? Seasoning 1, 2 Kicks of Spice. Spice, Spice. Seasoning 4 Spicy, 1, 2, 3, 4, 2 Juicy. Jumbo Tea? Na, ich sage ja, das kommt jetzt noch dazu. Mit Eis. Jumbo Grape. Ich wäre so viel schneller, wenn ich das jetzt nicht machen müsste. Ice Flavor. Small Tea. Ice Flavor. Dann raus. Seasoning 4 Spicy. 1, 2, 3, 4, 2 Juicy. Dann raus. Das flaschen wir schnell. Das spoilen wir kurz. Sagt mir nicht, dass ich jetzt noch keinen Fehler gemacht habe. Was ist denn jetzt kaputt? Ich versuche mich aber nicht stressen zu lassen, so nach dem Motto. Auch egal, wenn ich mal eins rausrutschen lasse. Ja, jetzt auch nicht gedacht. Aber nicht zu früh, Freund. Tomato Sauce, Cheese, Anchovies, Mushroom, Olives, Onions. Das ballen wir schnell. Kann raus. Das ist Cheese Sauce, Meatball, Chicken, Bacon. White Sauce. Das kann raus. Chicken, Bacon, Red Peppers, Mushroom and Spices. Ah, das machen wir schnell. Tea, Medium mit Eis. Red Sauce. Meatball Spices. Really? Ich habe noch nichts falsch gemacht. Medium Grape. Das kann doch fast nicht sein. Also. Naja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Also, wenigstens kann ich mir noch ein paar Fehler erlauben und es wird kein Katastrophentag. Ja, nicht wieder. Also, eine Rush Hour fehlerlos überstanden zu haben, ist schon ein großer, großer Erfolg. Lasst ruhig mal ein Like da für meine Leistung. Bin ich ja fast ein bisschen stolz. Ah, jetzt kommt der Chief hier. Also, guck mal, Seasoning, Twicey Juice. Juice, Juice, Twicey Bacony, Bacony, Bacony. Also der muss halt auf jeden Fall richtig sein. Dann haben wir es auf jeden Fall geschafft, was wir schaffen wollten. Red Sauce, Meatball, Chicken, Bacon. Das spoilen wir schnell. Wenn das Steak fertig ist, haben wir es gleich raus. Red Sauce und Meatballs, das ist auch machbar. Das ist wieder seins, die Pasta. Darf man nicht falsch machen. Jumbo Grape. Eis und Flavor. Oh je, Cheese Sauce, Meatball, Chicken, Bacon, Red Peppers, Mushroom, Spinach, Onions. Wenigstens ist es nach der Reihe. Red Sauce, Meatball, Bacon, Mushroom, Spinach. Das muss einfach passen bei dem Typ. Ja, komm, hau raus. Mist. Naja, Pasta ist ein bisschen hart jetzt. Ich glaube, ich boil nur einmal eine. Machen wir das schnell. Tomato Sauce, Cheese, Breeze. Ja, das hat nicht mehr gefallen. Oh, seine. Tomatensauce, Cheese, Olives, Onions. War wichtig. Oh, jetzt ist natürlich schon wieder viel drin. Raus damit. Tomatensauce, Cheese, Anchovies. Red Sauce, Meatball, Bacon, Mushroom, Spinach. Muss mal kurz boilen, den Mist hier. Die kann raus. Die fangen wir noch. Just Cheese, das ist natürlich hilfreich. A large diet. Kann man machen. Mann, wenn ich jetzt Kaffee hätte. Red Sauce, Bacon and Spices. Immer noch keine Fehler gemacht. Tomato Sauce, Cheese, Pepperoni, Sausage, Bacon and Chovies. Scheiß. Jumbo Tea. Ice and Flavor. Medium Diet. Ice. Tea. Large. Mit Eis. Das ballen wir. Die kann raus. Fast verpasst. Die ballen wir. Tomato Sauce, Cheese, Pepperoni. Cheese Sauce, Meatball, Chicken, Bacon. Red Sauce, Bacon, Red Peppers. Kann raus. Chicken, Booty Noodles, Booty Cubes. Sellerie. Hat aber auch Glück, dass fast keine Suppe kam, muss ich gestehen. Und schon kommt sie ein paar Mal. Chicken, Booty Noodles, Seasoning, Potatoes, Carrots,
und Cabbage. Seasoning, Smoky einmal wieder haben, Juicy einmal und zweimal Citrus. Dann raus. Booty Noodles, Booty Cubes, Seasoning, Tomaten, Carrots, Celery. Seasoning once, 2 kicks of spice. Das Bier noch schaffen hier. Das boilen wir. Die kann raus. Ja. Red Sauce und Meatballs. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht passiert, Freunde. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht passiert. Bitte was? Gut, ich hatte Glück, dass Suppe fast überhaupt nicht kam, aber das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Ich habe jetzt keinen Perfect Day geschafft. Bei einem Match hätte ich fast gesagt, bei dem ich davon ausging, dass ich locker 4-5 falsch mache oder mehr. Das ist jetzt nicht passiert. Ich habe jetzt keinen Perfect Day geschafft. Mit dieser Speisekarte. Plus, dass ich die Soda auch noch dran hatte, obwohl ich Kaffee wollte. Das ist jetzt nicht passiert. Oh mein Gott. Also Freunde, wenn ihr jetzt nicht mal ein Like da lasst, dann weiß ich nicht mehr, wann ihr da eins da lasst. Ich habe richtig Gänsehaut. Das ist jetzt nicht passiert. Oh mein Gott. Sehr episch. Das ist ja die beste Folge ever. Also, diese Folge 121 ist ja der Oberhammer. Also, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Das ist jetzt nicht passiert. Ich habe nicht einen Fehler gemacht, nicht mal eine Chore. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht passiert. Oh mein Gott, ich mache einen Screenshot. Ich mache einen Screenshot. Das ist jetzt nicht passiert. Holy moly, ich glaube, ich bin bescheuert. Zieht's euch rein. Also, und wenn ihr noch kein Abo habt, dann spätestens jetzt, oder? Das ist jetzt nicht passiert. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, wieso habe ich denn jetzt immer noch 2925 Dollar? Ich habe doch jetzt eigentlich, ach nee, das waren vorhin 1000 irgendwas mit sowas, gell? Stimmt. Also, Perfect Day, wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich muss aber die Folge beenden. Das hat ganz schön gedauert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos und, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.